Das Internet. Es begann als ein Werkzeug, um Militär, Regierung und Universitäten zu verbinden. Heute, mehr als 60 Jahre später, hat es die Kommunikation von Gesellschaften von Grund auf geändert. Heute kann sich niemand mehr den sozialen Medien entziehen. Damit entwickelte sich jedoch auch ein völlig neues, bösartiges Verhalten von Menschen, die sich auf dieser globalen Bühne austoben. Immer mehr Menschen verbergen sich hinter der Anonymität des Internets und warten nur darauf, andere schikanieren und sogar bedrohen zu können. Sie werden Internet-Trolle genannt. Ein Troll ist jemand, der einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, andere im Internet anzugreifen. Sie schicken mir einfach Sachen nach Hause. Ich habe Angst vor denen, denn sie wissen, wo ich wohne und wo meine Kinder zur Schule gehen. Trolle können stören, aber auch terrorisieren. Doch was passiert, wenn die Gesellschaft versucht, sie ruhig zu stellen? Trolling betrifft das Recht auf Redefreiheit. Wenn es dir nicht freisteht, jemanden zu hassen, dann bist du auch nicht frei. Ich gehöre mehreren organisierten Trolling-Gruppen an. Wir gehen an die Grenzen der Redefreiheit. Gefühle von anderen werden verletzt. Politiker und Gerichte ringen mit der Definition, wer als gefährlicher Troll gelten soll. Mächtige Leute nennen mich Troll, Schwulenfeind, Frauenhasser und Rassist. Die sind einfach zu faul, um zu diskutieren. Der Künstler Gregory Allen Elliott steht im Zentrum eines Trolling-Falls. Er könnte ihn hinter Gitter bringen und für immer festlegen, was jeder von uns online sagen darf und was nicht. Sollte Elliott wegen einer Straftat verurteilt werden, ist niemand mehr sicher. Passen Sie auf, was Sie sagen, sonst landen Sie selbst im Gefängnis. Ich bin Gina Crosley Corcoran. Ich schreibe in meinem Blog The Feminist Breeder über die ständigen Angriffe bösartiger Trolle. Trolle können hinterhältig sein. Wie Stalker bleiben sie nicht im Hintergrund, sondern geben ihrem Opfer Hinweise, dass es gestalkt wird, damit es Angst bekommt. Guys, hey! Come here, Pumpkin Pie! Ihr Blog bringt Gina ein gutes Einkommen ein. Sie schreibt aus einer modernen feministischen Sicht über Mütter, die sich bewusst dazu entscheiden, nicht arbeiten zu gehen. Sie hat mittlerweile eine große, aktive Community. Es tut gut, wenn jemand sagt, mir geht's genauso. Das gibt mir Bestätigung. Trolle nehmen häufig Feministinnen ins Visier. Gina hat mit Angriffen gerechnet. Doch das Ausmaß der Beleidigungen überrascht. Die Trolle und die wirklich gefährlichen Leute, die auf meine Postings reagieren, sind selbst Mütter mit kleinen Kindern. Sie reagieren ihren Frust an mir ab. Die Aufmerksamkeit, die ich von anderen bekomme, macht sie wütend. Deshalb wollen sie mich diskreditieren. Sie machen ständig Screenshots von allem, was ich im Internet sage, und nehmen das dann auseinander. Sie verwenden ihre gesamte Energie darauf, gegen etwas vorzugehen, das sie abgrundtief hassen. Darin unterscheidet sich jemand, der einfach nur anderer Meinung ist, von einem Stalker oder Troll. Ein Stalker will sein Opfer verunsichern und ihm Angst machen. Genau das tun Trolle auch.
Ihre Kommentare machen ständig Angst davor, was Sie als Nächstes tun könnten. Sie erwähnen meine Adresse oder schreiben über meine Kinder, weil sie wollen, dass ich reagiere. Es geht ihnen nur darum, dass ich ausraste, weil sie das auf sehr schräge Weise amüsiert. Was motiviert einen Troll? Der Psychologe Raj Perso meint, mit dem Internet sei eine völlig neue Art menschlichen Verhaltens hervorgetreten. Psychologen wurden vom schieren Ausmaß an Negativität im Internet überrascht. Vielleicht tobt sich im Internet ein Dämon aus, der in Millionen Menschen schlummert. Ein Problem des Internets besteht darin, dass Extremverhalten irgendwie normal scheint. Viele Menschen weisen im Internet extremes Verhalten auf. Allein schon wegen der Anzahl glaubt man wohl, das sei normal. Außerdem scheint es eine Art Herdentrieb zu wecken. Zuerst verhält sich nur eine Person negativ, dann schließen sich andere an und es kommt zum Dominoeffekt. Psychologen zufolge begünstigt vor allem ein Faktor die Wirkung und Anzahl von Trollen. Anonymität scheint im Internet eine wichtige Rolle zu spielen, denn sie mindert die Hemmung, andere gemein zu behandeln. Die Leute glauben, sie kämen trotz Fehlverhaltens davon. Ich bin Wild Goose, Mitglied der Bill Wagoner Crew. Über mehrere Jahre habe ich mit einem Podcast Aktivitäten von Internet-Trollen, Hackern, Zockern, Schwulen, von Anonymous, Occupy etc. dokumentiert. Jeder hat eine dunkle Seite. Viele wissen noch gar nicht von der Macht der Anonymität und wie man sie für sich nutzen kann. Anonym hat man die Freiheit, Dinge zu sagen, die man im echten Leben niemals von sich geben würde. Wenn man nach Bill Wagoner Crew googelt, taucht auch das sogenannte Rip-Trolling auf. Bei einem Todesfall richtet die Familie eine Gedenkseite ein. Auf der posten wir alles Mögliche, um Unruhe zu stiften. Oder wir richten eine eigene Seite dafür ein. Diese Seite wirkt, als sei sie echt. Damit wollen wir so viele Leute wie möglich anlocken, um sie mit makaberen Inhalten schocken zu können. Menschen zu hetzen, wenn sie besonders verletzlich sind, zum Beispiel beim Tod eines Verwandten, lässt das Herz eines Trolls höher schlagen. So kann man am einfachsten Massenwirkung erzielen. Wenn man diese emotional sowieso schon angeschlagenen Menschen mit blutrünstigen oder sexuell anstößigen Fotos belästigt, schlägt das ein wie eine Bombe. Das macht sie total fertig. Aber was haben die Trolle davon, derartiges Leid zu erzeugen? Lulz, L-U-L-Z. Das ist ihre Währung. Lulz bekommt man für Unterhaltung auf Kosten anderer. Die Wagoner Crew will andere zur Reaktion zwingen. Und je stärker die ausfällt, desto bekannter das Ziel der Attacke. Die Leute sollen sich aufregen, vor der Kamera rumfuchteln oder bei einem Podcast ins Mikrofon schreien. Sie fangen an zu heulen oder werden zur Lulzkau. Aber die Attacken hören nicht auf, das ist super. Wir wollen, dass sie heulen. Wild Goose und Trolle wie er toben sich im Internet aus. Doch ihnen ist bewusst, dass sie im richtigen Leben nicht davonkommen würden.
Die echte Welt ist so langweilig. Und es gibt überhaupt keine Lulls. Das Internet bietet einen ganz neuen Spielraum. Wer heute ins Internet geht, begibt sich ins Revier der Trolle. Aber wo hat das alles angefangen? Ein Professor für Informatik beschäftigt sich mit dieser Frage und gehört vielleicht zu den ersten Trollen im Internet. Ich bin zwar nicht der allererste Troll im Internet, aber der erste, der öffentlich kritisiert wurde. Die ersten Schritte im Internet unternimmt Adam an einer Universität in Kanada. Es dauert nicht lange, bis er mit seinem seltsamen Humor für Unruhe sorgt. Ich habe 1993 an der Universität von Montreal studiert. Damals steckte das Internet noch in den Kinderschuhen. Nur wenige Universitäten waren digital verbunden. Über eine Art Forum wurden verschiedene Neuigkeiten ausgetauscht. In einer Gruppe namens Rec Humor wurden Witze gemacht. Einige Mitglieder der Gruppe hatten wohl eine Neigung zu geschmacklosen Witzen. Sie wurden ausgegliedert und gründeten die Gruppe Alt Tasteless, auf Deutsch geschmacklos. Es gab damals einen langen Sommer und alle waren etwas gelangweilt. Da kam die Idee auf, in eine andere Gruppe des Forums einzudringen. Die Wahl fiel auf Rec Pets Cats. Der Angriff gilt Katzenfreunden. Adam übernimmt die Führung. In dieser Gruppe wurden Probleme mit Katzen diskutiert. Wir wollten einen Beitrag schreiben, der wirkt, als stamme er von jemandem, der wirklich Probleme mit seiner Katze hat. Die anderen sollten reagieren. Ich habe den Beitrag anonym in Rec Pets Cats gepostet. Ich habe zwei Katzen. Sutikin, ein zweijähriges Weibchen, und Chote, der hat ein Problem mit eklig stinkenden Fürzen. Das Posting ist vulgär und übertrieben, klingt aber glaubwürdig. Sutikin jault rum und ist sexuell erregt. Ich habe sie mit einem Q-Tip stimuliert, weil man so wohl einen Eisprung auslösen kann. Meine Freundin hat mich dabei gesehen, mir die Erklärung aber nicht geglaubt. Die Katzenfreunde nehmen Adam seine Geschichte ab. Die ersten Antworten waren hilfreich. Man empfahl mir, Sutikin die Eierstöcke entfernen zu lassen. Allmählich nahmen die Tipps aber ganz andere Formen an. Als die Kommentare immer extremer werden, sind die Katzenfreunde außer sich. Die Mitglieder von Alt Tasteless reiben sich die Hände. Damals gehört Adam zu den weltweit 14 Millionen Internetnutzern. Heute sind 3 Milliarden Menschen online. Das Trolling hat ganz neue Formen angenommen. Früher ging es nur darum, Reaktionen zu provozieren. Heute bedeutet Trolling, auf ein Posting vernichtende Antworten zu schreiben, die alles in den Dreck ziehen. Anfang der 1990er Jahre trollen Adam und seine Freunde nur zum Spaß. Doch heute erscheint Bösartigkeit im Internet wie ein Konzept. Raj Perso vermutet, dass in der Psyche jedes Menschen ein potenzieller Troll lauert. Ob man das Potenzial eines Trolls in sich trägt, lässt sich mit einer simplen Frage prüfen. Haben Sie jemals schlecht über andere geredet? Wenn ja, weist Ihr Verhalten bereits Züge eines Trolls auf. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass man sich gut fühlen kann, wenn man andere klein macht. Psychologen befassen sich mit dem Effekt der Schadenfreude. Ein positives Gefühl, das aufkommt, wenn man erlebt, wie anderen ein Missgeschick passiert. Viele Leute haben ein geringes Selbstwertgefühl. Wenn sie andere leiden sehen, wirkt das ausgleichend.
Jedem Menschen scheint es in gewissem Maße Vergnügen zu bereiten, wenn anderen etwas nicht gelingt. Doch Hardcore-Trolle weisen darüber hinaus vier dunkle Merkmale auf. Eine Studie im kanadischen Winnipeg kommt zu dem Ergebnis, dass ein Merkmal dominiert: Sadismus. Sadisten empfinden Vergnügen dabei, anderen Schaden zuzufügen, manchmal sogar in erheblichem Maße. Paul Trapnell und seine Kollegen zeigen, dass das Internet für Personen mit sadistischen Zügen ideal geeignet ist, um ihre Vorlieben auszuleben. Wenn man jemanden ärgern oder erniedrigen will, kann man das im Internet tun, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Trapnell hat zunächst Personen befragt, die häufig posten. Erstaunlich viele gaben als bevorzugte Aktivität unverfroren Trolling an. Danach sollten sie einen Fragebogen zur Persönlichkeit ausfüllen. Wie erwartet, weisen Trolle proportional mehr bösartige Züge auf, was niemanden überrascht. Aber wir haben das erstmals mit Daten nachgewiesen. Ich demonstriere mal, was ich mit den vier Neigungen meine, die besonders negative soziale Folgen haben. Psychopathen setzen rücksichtslos ihren Willen durch. Narzisstische Personen wollen unbedingt im Mittelpunkt stehen und nehmen keine Rücksicht auf die Gefühle anderer. Machiavellisten fügen anderen zum eigenen Nutzen Schaden zu. Sadisten besitzen eine besonders böse Seite, denn sie fügen anderen bewusst Schaden zu, weil es ihnen Spaß macht. Jeder Mensch trägt diese vier dunklen Züge in sich. Bei manchen treten sie gemeinsam hervor und machen sie damit besonders schlimm. Diese Personen führen Böses im Schilde. Bösartige Personen können ihre Neigung im Internet ausleben. Die Anzahl der Trolle nimmt zu, doch immer mehr beginnen zurückzuschlagen. Dieser Troll wurde von einem Gericht in Toronto verurteilt und darf 3 Jahre nicht mehr ins Internet. Proteste führten dazu, dass seine Kunstwerke aus einem Café entfernt wurden. Gregory Allen Elliott wartet auf sein Urteil in einem wegweisenden Prozess wegen Mobbing auf Twitter. Ich habe Twitter als Forum benutzt und mich da ausgedrückt wie ein Künstler mit Pinsel, Farbe und Leinwand. Ich habe Politik kommentiert und anderen geholfen. Irgendwann habe ich auf jeden Tweet in meinem Feed reagiert. Einer meinte, ich müsste nicht auf alles antworten. Worauf ich schrieb, das weiß ich, aber ich experimentiere hier als Künstler. Damals schreibt Gregory 300 Tweets am Tag, in bissigem Ton. So macht er sich unvermeidlich Feinde, die ihn zum Schweigen bringen wollen. Gregorys Anwalt Chris Murphy beschreibt, wie Gregory, der einst umsonst ein Logo für eine feministische Organisation entworfen hat, für 3 Tage im Gefängnis gelandet ist. Als Greg mich angerufen hat, wussten wir nicht, warum die Polizei bei ihm war. Erst in der Untersuchungshaft teilten sie ihm mit, warum er abgeholt wurde. Offenbar hatte eine Frau namens Steph Guthrie behauptet, dass sie auf Twitter von ihm gemobbt wird. Greg soll die Klägerin Stephanie Guthrie auf Twitter belästigt haben. Es gibt keine persönlichen E-Mails, auch keine persönliche Begegnung oder Stalking. No in-person meetings, no stalking.
Greg war anderer politischer Meinung als Stephanie Guthrie. Sie hat die politische Organisation Women in Toronto's Politics gegründet. Mehrere Monate war er ihr Mitstreiter, doch dann kam es zum Bruch, weil er für jemanden eingetreten ist, der seiner Meinung nach von Guthrie und ihren Freunden schikaniert wurde. Stephanie Guthrie, die ein Interview ablehnt, hat ihre Follower aufgefordert, einen Mann zu attackieren, der ein antifeministisches Videospiel entwickelt hat. Das findet sogar Gregory Allen Elliott schlecht. Es gab einen Angriff auf diesen Typ. Ich habe auf Twitter geschrieben, der hat doch nur 11 Follower. Ignoriert ihn einfach. Das ist keine gute Werbung, wenn man das Leben anderer zerstört. Sie meinten, ich solle mich zum Teufel scheren. Ich habe getweetet, wenn er mich nicht ernst nimmt und nicht aufhört und so weiter. Am Ende schrieb ich, wenn er sich umbringt, mache ich euch dafür verantwortlich. Danach griffen sie mich an. Gregory Allen Elliott hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Die Community bezeichnet ihn als Troll und ist entschlossen, ihn loszuwerden. Sie haben versucht, mich aus Twitter zu werfen. Erst mit Einschüchterungen, dann mit falschen Identitäten. Gregory schlägt mit aggressiven Tweets zurück, ohne die Regeln von Twitter zu verletzen. Trotzdem wird er der kriminellen Belästigung beschuldigt, kommt nur gegen Kaution frei und darf das Internet 3 Jahre lang nicht benutzen. Nachdem sich sein Anwalt Chris Murphy durch abertausende Tweets durchgearbeitet hat, ist ihm eines klar. Gregory Allen Elliott ist auf keinen Fall ein Troll. Er äußert seine politische Meinung und verteidigt sich gegen Verleumdungen. Er kam der Community nicht nahe, hat nicht gedroht oder sexuelle Ausdrücke gebraucht. Er hat über Politik geredet und die Regeln von Twitter eingehalten. Da Gregory nicht nachgibt, zeigen ihn die Frauen an. Jetzt wird ein Richter über sein Schicksal entscheiden. Freispruch oder 6 Monate hinter Gittern. Sollte Mr. Elliott wegen einer Straftat verurteilt werden, ist niemand mehr sicher. Wenn Sie sich online an politischen Gesprächen beteiligen und der Mob Sie ruhig stellen will, dann passen Sie auf, was Sie sagen. Sonst landen Sie selbst im Gefängnis. Trolling besteht aus 2 Teilen: Angriff und Reaktion. Trolle sind auf heftige Reaktionen aus. An der Art der Reaktion erkennen sie, ob das Ziel für sie geeignet ist. Wenn man von jemandem nur blockiert wird und sonst nichts passiert, sollte man aufhören. Dem erfolgreichen Troll Wild Goose und der Wagoner Crew geht es vor allem um ihren Spaß auf Kosten der Opfer. Aber es gibt eine logische Grenze, die sie nicht überschreiten. Die Bill Wagoner Crew hat noch nie jemanden in den Selbstmord getrieben und hat das auch nicht vor. Troll und Lulzkau leben in einer Symbiose. Warum sollten wir ein perfektes Opfer umbringen? Was hätten wir davon, wenn wir sie aus dem Internet oder dem echten Leben vertreiben? Soweit ich weiß, gehen Tote nicht ins Internet. Dead people don't come on the Internet. Die Bloggerin Gina Crossley Corcoran ist auch mit politisch motivierten Trollen konfrontiert. Sie wollen, dass ihr Blog aus dem Internet verschwindet. Ich erreiche viele Leute, aber das macht mich nicht besser als andere. Sie meinen aber, ich hätte sehr viel Macht und wollen mich deshalb vertreiben. Vor ein paar Jahren hat Gina nach einer Trolling-Kampagne alle Sponsoren verloren. Zuerst sind noch ein paar Marken geblieben,
Aber als ihre Facebook-Seiten mit gehässigen Kommentaren überschwemmt wurden, war es vorbei. Quasi über Nacht hatte ich kein Einkommen mehr. Aber der Blog war kostspielig. Gina versucht es mit einer sogenannten Paywall, also einer Bezahlschranke. Zum Glück sind die meisten ihrer Follower bereit, einen Beitrag zu leisten. Doch ihre frustrierten Trolle geben nicht auf. Einer rief die Polizei und sagte, ich würde Selbstmord begehen. Da kamen sie früh morgens zu mir nach Hause, weil jemand anonym behauptet hatte, ich sei selbstmordgefährdet, sollte ich 72 Stunden überwacht werden. Sie haben mich schreiend in einen Notarztwagen verfrachtet. Ich hatte Angst, dass meine Kinder aufwachen und sehen, wie ich weggebracht werde. Glücklicherweise hat mir einer der Sanitäter geglaubt, dass mich diese Person von Twitter gar nicht kennt. Ich habe ihn gebeten, mich nicht mitzunehmen. Er hat die Situation durchschaut und ließ mich raus. Wie ich erfahren habe, kann jeder bei der Polizei anrufen und sagen, er mache sich Sorgen, dass jemand Selbstmord begehen könnte. Das geht auch anonym. Rechtlich kann ich deshalb nicht gegen diese Personen vorgehen. Das kam in einem Jahr dreimal vor. Also bin ich zur Polizei gegangen und habe gesagt, das muss doch illegal sein. Doch sie meinten, wenn Ihnen das nicht gefällt, dann gehen Sie doch nicht ins Internet. Doch auch wenn die Polizei nicht helfen kann oder will, gibt es Ansprechpartner für die Opfer. Nehmen Sie Platz. Die Opfer, die zu uns kommen, sind frustriert und fühlen sich hilflos. Roman Horak ist leitender Ermittler bei InfoTransac, einem internationalen Unternehmen für Sicherheit im Cyberspace. Er verfolgt Trolle, die die Polizei nicht finden kann. Die Polizei geht solchen Sachen nicht nach, weil sie darin keine ernsthafte Bedrohung sieht. Oder das Opfer selbst hat nicht genug Beweise. Ich werde online bedroht und habe Angst. Aber was soll ich denn machen? Von welchen Websites kommen die Bedrohungen? Meistens Twitter, ein paar auch von Facebook. Man muss verstehen, was den Troll antreibt. Manche suchen im Internet einfach nur irgendwen, den sie belästigen können. Die meisten Trolle aber, mit denen wir es zu tun haben, belästigen Personen, die sie kennen. Roman und sein Team stellen fest, dass hinter den Attacken meistens Personen aus dem eigenen Umfeld stecken. Aus der Familie, dem Freundeskreis oder vom Arbeitsplatz. Romans Team hat auch einen neuen Trolltyp entdeckt. Professionelle Trolle, die andere gegen Bezahlung angreifen. Das sind Online-Trolle, die man anheuern kann wie einen Auftragskiller. Manche gehen sehr professionell vor und programmieren auf das Opfer zugeschnittene Schadprogramme. Die wissen genau, was sie tun. Diese käuflichen Trolle gibt es überall, in Rumänien, in der Ukraine, viele sind in Russland. Die Verfolgung gelingt häufig nur im internationalen Verbund, weil Polizeikräfte verschiedener Länder koordiniert werden müssen. Die meisten Trolle sind Amateure, die gar nicht wissen, wie sie ihre Spuren verwischen können. 85% der Personen, die andere online trollen, kennen sich technisch nicht besonders gut aus. Die meisten Straftäter hinterlassen ständig jede Menge digitale Spuren. Alles, was man online tut, kann nachvollzogen werden. Viele Trolle fühlen sich sicher, wenn sie anonym auftreten und rechnen nicht mit Konsequenzen. In England wurden gesetzlich Grenzen gesetzt. Ich habe 2014 ein paar Tweets gepostet und bin dafür 12 Wochen ins Gefängnis gewandert.
Damals will die feministische Aktivistin Caroline Criado Paris mit einer Kampagne erreichen, dass auf der nächsten 10-Pfund-Note eine Frau erscheint. Die Öffentlichkeit reagiert zum größten Teil positiv, doch auf Twitter wird sie mit einer Flut irrationaler Bedrohungen überschwemmt. Isabella Sawley schließt sich dieser Meute an. Ich war betrunken und habe auf dem Heimweg nur ein paar Tweets gepostet, in denen es gar nicht um die Kampagne ging. Mir ist die Banknote eigentlich egal, aber ich wusste, dass die das Gesicht einer Frau und der Queen da drauf haben wollte. Für die Kampagne habe ich mich nicht interessiert. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt was gepostet habe. Fakt ist, ich war betrunken und bin, wie viele andere, auf den fahrenden Zug aufgesprungen. Die Trolle diskutieren nicht, sondern greifen Criado Paris persönlich an. Isabella allein postet 6 Tweets, in denen sie mit Vergewaltigung und Schlimmerem droht. Als ich morgens sah, was ich gemacht habe, wurde mir schlecht. Keine Ahnung, ob wegen der Tweets oder dem Kater. Isabella entschuldigt sich am Abend nach der Hassattacke öffentlich im Internet. Androhungen von Vergewaltigung und Mord werden sehr ernst genommen. 4 Monate später wird Isabella mit einem anderen Troll festgenommen. Die Presse berichtet über ihr Verfahren und Isabella erntet Hohn und Spott. Alle beschimpften mich. Ich galt als Frauenhasserin. Ich saß in einem Frauengefängnis und man hätte mir fast den Kopf eingeschlagen, weil jemand in den Nachrichten gesehen hatte, was ich getweetet habe. In England wird Isabella Sawleys Urteil zum Präzedenzfall. Die Regierung sendet damit eine klare Botschaft. Doch nicht jeder ist mit dieser Haltung einverstanden. Trolling betrifft das Recht auf Redefreiheit. In der aktuellen Situation werden Leute daran gehindert, Dinge zu sagen, die vielleicht schockierend sind. Oft sind das bloß Beleidigungen oder Beschimpfungen. Aber das hat etwas mit Redefreiheit zu tun. Wenn es dir nicht frei steht, jemanden zu hassen, dann bist du nicht frei. Brandon O'Neill ist Herausgeber des Online-Magazins Spiked und hat eigene Erfahrungen mit Trolling gemacht. Ich werde ständig beleidigt. Wer online nach mir sucht, findet jede Menge Angriffe, manchmal auch körperliche. Wer seine Meinung öffentlich äußert, der wird oft beschimpft. Diesen Preis muss man in einer freien Gesellschaft wohl zahlen, in der man seine Meinung offen sagen darf. Heutzutage gibt jeder seine Meinung kund, doch die Toleranz gegenüber anderen Ansichten nimmt ab. Offenbar kann jeder angegriffen werden, der etwas sagt, das anderen nicht gefällt. Die Grenze zwischen Internet-Trolling und dem sogenannten Public Shaming verschwimmt. Beim Public Shaming reißen nette Leute wie wir jemand anderen in Stücke. Angeblich mit absolut guten Absichten. Tatsächlich schadet man damit. Denn für einen auf Twitter missverstandenen Witz von zehntausenden netten Leuten attackiert zu werden, ist zutiefst traumatisierend. Bestsellerautor John Ronson meint, die öffentliche Erniedrigung in sozialen Medien sei außer Kontrolle geraten. Nehmen wir Justine Sacco. Kurz bevor sie ihr Flugzeug nach Cape Town besteigt, schreibt sie: Flieg nach Afrika, krieg hoffentlich kein AIDS. Kleiner Scherz, bin weiß. Mit einem Kichern tippt sie auf Senden, steigt ins Flugzeug, schaltet ihr Smartphone aus und schläft ein. War wohl der letzte ruhige Schlaf in diesem Jahr. Als sie den heute berühmten Post tweetet, hat Justine auf Twitter nur 170 Follower. Doch während sie schläft, explodiert das Internet. Als sie ihr Telefon wieder einschaltet, hat sie ihren Arbeitsplatz verloren, wird auf der ganzen Welt verachtet und von Millionen Menschen online angegriffen. John Ronson ist genervt von der öffentlichen Reaktion auf Justines Tweet und will sie persönlich treffen. Als ich Justine ein paar Wochen später traf, war sie total fertig. Zu ihrem Tweet meinte sie: In Amerika lebt man ein bisschen in einer Blase, wenn es um die dritte Welt geht.
Über diese Blase habe ich mich lustig gemacht. Die Trolle hatten geschrieben, ich hoffe, Justin Sacco kriegt AIDS. Oder sollen doch ein paar HIV-Positive die Schlampe vergewaltigen? Dann sehen wir ja, ob ihre Hautfarbe sie vor AIDS schützen kann. Diese Leute hat in jener Nacht aber niemand kritisiert. Alle waren total fixiert auf Justine. Um jemanden zu kritisieren, der Justine übermäßig heftig angreift, fehlte uns wohl die Kapazität im Hirn. Diese Personen kamen damit durch. Beim Public Shaming schreien einem hunderttausende Leute entgegen, dass man absolut wertlos ist. Die Betroffenen sind traumatisiert, denn Trolle schreiben zum Beispiel, dass sie einen vergewaltigen und umbringen werden. Am meisten leiden die Betroffenen unter der Selbstgerechtigkeit anderer. Die Grenze zwischen Fehlverhalten und Trolling verschwimmt. Und selbst Isabella Sawley, der berühmteste Troll Englands, hat die Konsequenzen zu spüren bekommen. Für 6 Tweets in einer alkoholreichen Nacht landet sie 12 Wochen im Gefängnis. 20 Minuten, in denen ich nicht ganz bei Sinnen war, bestimmen den Rest meines Lebens. Dieses Stigma wird mir für immer anhaften. Ich werde für immer dieses Mädchen von Twitter sein. Was sie getan hat, tut ihr leid. Doch die Strafe hält sie nicht für angemessen. Vielleicht hätte ich Ärger gekriegt, wenn ich das jemandem ins Gesicht gesagt hätte, aber im Gefängnis gelandet wäre ich nicht. Bei mir wurde wohl ein Exempel statuiert, weil der Fall so bekannt war. Isabella würde sich gerne persönlich bei ihrem Opfer entschuldigen, doch ein lebenslanges Kontaktverbot macht das unwahrscheinlich. Heute klärt sie Jugendliche über die Gefahren von Alkoholmissbrauch auf. Sie selbst muss möglicherweise für immer mit den Konsequenzen ihrer Handlungen leben. Journalist Brendan O'Neill meint, England nähere sich immer mehr dem von George Orwell in 1984 beschriebenen Polizeistaat, wenn eingeschränkt wird, was öffentlich gesagt werden darf. Er sieht Trolle als Sündenböcke in einem Prozess, bei dem weitaus mehr auf dem Spiel steht, als man denkt. Alle tun so, als hätten Trolle Macht und die Ziele ihrer Angriffe seien Opfer. Ich glaube, es ist genau andersherum. Die wahren Jäger sind die Medien, die sich als mutige Kämpfer gegen Anstößigkeiten im Internet präsentieren. Dabei sind sie die größte Bedrohung im Internet. Die Medien sind es, die die Freiheit des Internets, das Recht auf Meinungsäußerung unterlaufen. Die traurigen Menschen, die Unsinn posten, das sind die wahren Opfer. Neue Gesetze für den Umgang mit Trollen könnten Folgen für alle nach sich ziehen, die online kommunizieren. In der Diskussion um Trolling wird alles maßlos aufgebläht. Das beunruhigt mich. Trolling kann heute quasi alles sein, von einer Morddrohung, die natürlich ernst zu nehmen ist, bis hin zu einem Artikel, in dem steht, ich glaube nicht, dass der Klimawandel für die Menschheit das größte Problem darstellt. Alles das wird in ein und dieselbe Kiste geworfen. Wem Redefreiheit etwas bedeutet, der sollte empört sein über die Festnahmen von Leuten, die einfach nur ihre Meinung gesagt haben. Im kanadischen Toronto wird im Fall von Gregory Allen Elliott endlich ein Urteil gefällt. Seit 3 Jahren ist er aus dem Internet verbannt und er fragt sich, ob er wegen seiner Tweets ins Gefängnis wandern wird. Doch er wird freigesprochen. Der Richter sieht keine Anzeichen von Gewalt oder sexueller Anspielung in den Tweets. Ich habe nichts Falsches getan und nur meine Redefreiheit verteidigt. Tatsächlich wurde ich von Leuten beschimpft und eingeschüchtert, die die Welt angeblich vor Beschimpfungen und Einschüchterungen schützen wollen.
Gregory hat seine Freiheit zurück, doch einen hohen Preis für Worte bezahlt, die seine Gegner als Trolling bezeichnet haben. The emotional toll is brutal. It's brutal. Man zahlt einen hohen Tribut. Ich habe nach 17 Jahren meinen Job verloren und musste mir meine Rente auszahlen lassen. Finanziell bin ich am Ende. Auch sein Ruf ist ruiniert. Selbst seine aggressivsten Tweets verblassen neben den Kommentaren von Trollen, die er auf Twitter bekommen hat. Obwohl er recht hatte, wird ihm diese Sache für immer anhängen. Er gilt jetzt als Frauenfeind und Pädophiler. Eins geschieht garantiert nicht, dass sich die Leute, die ihn derart verleumdet haben, entschuldigen. Gregorys Gegner behaupten, Frauenfeindlichkeit habe gesiegt, während antifeministische Trolle seinen Freispruch als Sieg feiern. Leider hat sich der Diskurs im Internet durch diesen Fall keinen Deut verbessert. Auch in Chicago leidet Bloggerin Gina Crossley Corcoran unter den Trollen. Permanente, abfällige Bemerkungen und böse Streiche machen ihr das Leben schwer. Mittlerweile kann sie damit umgehen, doch all das kostet Kraft. Ich wünschte, die Leute würden das Internet benutzen wie ein Buffet und sich nehmen, was ihnen schmeckt, und den Rest einfach liegen lassen. Wenn ich ans Buffet gehe, nehme ich gerne Hähnchen und Nudeln mit Käse, aber ich bin nicht beleidigt, weil es auch noch andere Sachen gibt. Wenn mir was nicht schmeckt, gehe ich weiter, anstatt den Koch anzuschreien. Doch genau das machen viele im Internet. Wird das Phänomen des Trollens irgendwann verschwinden? Wohl eher nicht. Wir brauchen Werkzeuge, mit denen Trolling bekämpft werden kann und die helfen, nicht selbst zum Troll zu werden. Der berühmt-berüchtigte Troll Wild Goose befürwortet Anonymität und empfiehlt dringend, das echte Leben aus dem Internet rauszuhalten. Die Leute müssen sich von ihrem Auftritt im Internet trennen. Es ist gefährlich, persönlich im Internet präsent zu sein, weil man dann angreifbar wird. Im Internet gibt es weitaus gefährlichere Typen als die von der Bill Wagoner Crew. Datenschutz ist genauso wichtig wie Redefreiheit. Beide gehen Hand in Hand. Wir meinen, die echte, physische Welt sei von unseren Online-Aktivitäten getrennt. Doch die Grenze verschwimmt immer mehr. Die größte Herausforderung besteht darin, Freiheit auch im digitalen Raum zu bewahren. Was das in Bezug auf die Redefreiheit bedeutet, wird wohl noch länger diskutiert werden. Erstmals in der Geschichte kann jeder seine Meinung öffentlich sagen. Das ist großartig, aber ich mache mir Sorgen, dass die Jagd auf Trolle diesen demokratischen Durchbruch untergraben könnte. Physische Drohungen dürfen niemals toleriert werden. Aber jeder hat das Recht, anderer Meinung zu sein, uns online zu beleidigen und sogar zu hassen. Wenn man Redefreiheit ernst nimmt, muss es erlaubt sein, widerliche, rassistische und sexistische Dinge zu sagen. Denn Redefreiheit umfasst jede Form der Äußerung.